Besonders interessant wird eine Modellbahnanlage für Besucher, wenn sich darauf unerwartete Dinge abspielen. Egal, ob sich Figuren plötzlich bewegen, ein Fahrradfahrer strampelt seine Runden sieht, sich Fabriktore wie von Geisterhand öffnen und schließen, oder auch ein Kind schaukelt. In all diesen Fällen fragt sich der Betrachter gebannt, wie das wohl möglich ist. Ein Stück weit gehört für mich die kleine Waggondrehscheibe auch in diese Kategorie. Das Modell stammt von Faller und hat die Artikelnummer 120276. Es ist ein Lasercut-Modell einer handbetriebenen Drehscheibe mit Holzverbretterung und wirkt sehr zierlich und realistisch. Wenn man sie sieht, würde man nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie sich von alleine drehen kann. Dabei wird sie tatsächlich bereits vom Hersteller mit einem Servoantrieb geliefert. Mir wäre der originale Antrieb, ehrlich gesagt, jedoch zu schwächlich und die Drehscheibe hat immer wieder gehakt. Deshalb habe ich sie leicht umgebaut, was ich in diesem Video zeigen möchte. Den Mikro-Servo von Faller habe ich durch einen Präzisions-Servoantrieb mit Metallgetriebe von ESU Artikelnummer 51805 ersetzt. Ungünstigerweise haben die Steckköpfe an den beiden Servos unterschiedliche Größen, sodass das Zubehör der Faller-Servos nicht auf einen ESU-Servo passt und damit leider auch nicht die Faller-Drehscheibe. Aus diesem Grund musste ich die Mitte der Drehscheibenrückseite etwas mühevoll von Hand ausfräsen und halbwegs mittig mit reichlich Heißkleber ein Zubehörteil von ESU einkleben. Erst dann ließ ich die Faller-Drehscheibe mit dem kräftigeren ESU-Servo antreiben. Das K-Gleis auf der Drehscheibe habe ich rostfarben patiniert, zudem drei Kabel angelötet. Neben Bahnstrom und Masse ist dies bei mir noch ein Kabel für die Rückmeldung. Wie gut ein exaktes Anhalten eines Fahrzeugs mittig auf der Drehscheibe funktioniert, zeige ich gleich. Den Servo steuere ich über einen ESU-Switch-Piloten mit zwei verschiedenen Adressen an. So kann ich bei einem Servo die drei benötigten Positionen anfahren. Erstens geradeaus zum Auffahren auf die Drehscheibe und bei Bedarf weiter zum Güterschuppen. Zweitens den Abzweig im rechten Winkel zum Kohlelager und drittens die Position dazwischen, um in den Köfschuppen zu gelangen. In dieser Konstellation wären sogar vier verschiedene Servo-Endpositionen möglich, aber ich benötige nur drei. Ob ein Drehen einer Köf auf einer Waggondrehscheibe vorbildgerecht ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Allerdings wiegt zum Beispiel eine Köf 2 mit rund 17 Tonnen weniger als ein beladener offener Güterwagen, der es auf deutlich über 20 Tonnen bringt. Deshalb dürfen auf meiner Modellbahnanlage Köfs auf der Waggondrehscheibe gewendet werden, ohne dass es bisher einen Widerspruch von Seiten der Berufsgenossenschaft oder der Eisenbahnergewerkschaft gegeben hätte. Um die Drehscheibe problemlos sowohl mit meiner Zentrale als auch der PC-Steuerung bedienen zu können, habe ich für die beiden abzweigenden Positionen zwei Weichen angelegt. So sehen die Drehscheibe und die abgehenden Gleise bei mir in WinDigiPad aus. Damit lässt sich die Waggondrehscheibe sogar sehr einfach in einem automatischen Ablauf einbinden. Man muss nur darauf achten, die Folgefahrt nach dem Drehen der Waggondrehscheibe erst mit 4 bis 5 Sekunden Verzögerung zu beginnen,
da diese speziellen Weichen eben etwas länger für das Umlegen der Weichenzunge benötigen. Die Gleise auf der Drehscheibe, die ja nur 7 cm lang sind, habe ich als ein einzelnes intelligentes Zugnummernfeld in WinDigiPad angelegt. Vorausgesetzt, die Lokomotive ist langsam genug, um innerhalb der kurzen Strecke zum Stillstand zu kommen, stoppt das Programm die Fahrzeuge zuverlässig sehr schön mittig auf der Drehscheibe. Leider ist eine solche Waggondrehscheibe systembedingt allerdings viel zu kurz für einen Waggon und ein Schubfahrzeug. Im Vorbild erfolgt das weitere Verschieben der gedrehten Waggons entweder durch eine sogenannte Spillanlage oder von Hand. Obwohl ich sie sogar von der mühevollen Arbeit erlöst habe, die Drehscheibe von Hand zu drehen, habe ich meine Preiserlein bisher nicht dazu bewegen können, mir den Kohlewagen von der Drehscheibe zum Kohlebanzen zu schieben. Deshalb bin ich momentan dabei, mit anderen Verfahren zu experimentieren und versuche, den Waggon mit Hilfe eines Linearantriebs aus dem Kfz-Bedarf und starker Magnete zu bewegen. Allerdings bin ich noch lange nicht so weit, dass es fertig oder ich mit der Lösung zufrieden wäre. Bleibt also gerne mit am Ball, was mir noch so für splinige Einfälle einfallen. Lasst ein Abo da und besucht mich mal wieder in meinem Hobbykeller. Ansonsten vielen Dank für euer Interesse. Ciao und viert euch. Euer Jörg alias 1287 Enthusiast. Thank you.